Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus meiner Küche. Heute gibt es mal wieder ein Mahlzeitvideo. Und zwar geht es um etwas zu trinken, um Paloma-Limonade. Tja, weiß nicht, ob die jemand von euch schon mal kennt. Ich habe sie tatsächlich bei Famila gefunden und dachte mir so, gut, hast du noch nie gesehen, da steht oben auf Mexican Style. Mexican Style kann ja ganz gut sein. Paloma-Limonade Pink Grapefruit. Und die, welche könnt ihr mal vorstellen, möchte ich mal probieren und dann, ja, mal schauen, wie sie schmeckt. Falls euch das Video gefällt, ich freue mich über ein Like, über ein Abo, klickt auf die Glocke, teilt das Video gerne, wenn ihr mögt. So, das wollte ich nur noch mal eben schnell gesagt haben. Kommen wir jetzt zu der Limo. Das ist Pink Grapefruit. Ich habe Pink Grapefruit so bewusst als Limo, glaube ich, noch nicht getrunken. Ich kenne es vom Dampfen. Da sind so Pink Grapefruit Liquids eigentlich eher so, ja, sie schmecken nach Grapefruit, aber halt so ein bisschen süßer, nicht so extrem sauer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie diese hier ist. Also hinten steht drauf, erfrischend fruchtige Limonade mit mexikanischem Agavensirup, Limette und einer Prise Meersalz. Das klingt ja schon mal interessant. Also sind 12,5% Meerfruchtlimonade drin. So. Pur gut gekühlt. Auch als Longdrink zu verwenden mit Eiswürfeln und sowas. Schauen wir mal. Hat pro 100 Milliliter 47 Kalorien und 11 Gramm Kohlenhydrate bzw. 11 Gramm Zucker und 0,04 Gramm Salz. Das ist echt Wahnsinn, das wird wahrscheinlich gar nicht schmecken. Ansonsten haben wir hier drin Wasser, Pink Grapefruit Saft 7%, Zitronensaft 4,5%, Limettensaft 1%. Zucker, Agavendicksaft, Kohlensäure, natürlich das Zitrusaroma, Zitronenextrakt, Meersalz, färbende Konzentrate aus Karotte und schwarzer Johannisbeere. So. Also gar nicht mal so wild. Das sind 355 Milliliter. Frag mich jetzt nicht, was das gekostet hat. Das habe ich irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. So, wie gesagt, machen wir es mal auf. Ja, riecht auf jeden Fall nach Grapefruit. Ist auch sauer. Das ist, die Zitrussäure ist echt gut drin. Ja, schmeckt sehr nach Zitrus. Also Grapefruit. Auch so ein bisschen die Mette halt mit drin. Aber sehr lecker, schön erfrischend. Also das, das kann man echt gut trinken. Ich glaube, wenn das auch noch richtig eiskalt ist, dann macht das richtig Spaß. So im Sommer stelle ich mir das gut vor, also auch ein, was ich bei mir auf dem Balkon sitze, in der Sonne oder so aus dem Strandkorb, dann werde ich mir davon bestimmt mal so ein oder zwei für im Sommer den Kühlschrank packen, einfach das Zeug ist lecker. Lohnt sich wirklich. Ja, das war's auch schon zu der Limo. Wie gesagt, meine Empfehlung ist lecker, wenn man Zitrus mag, wenn man es ein bisschen sauer mag. Perfekt für den Sommer. Ja, das war's dann auch schon. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.